Das Album heißt Wege zu Gustav Mahler und soll verdeutlichen, dass Rott die Urzelle der neuen Symphonik ist und Mahler diese aufgegriffen hat und weiterentwickelt hat. Auch was Gustav Mahler über ihn gesagt hat, er wäre eigentlich der Begabteste. Und wenn Rott eben in seinem Leben 10 Symphonien geschrieben hätte, dann würde die Musikgeschichte anders ausgesehen haben. Und da versuchen wir, da vielleicht ein kleines Denkmal zu setzen. Die Idee des Albums ist zu zeigen, Hans Rott in seiner Zerrissenheit, Verzweiflung, die Tragik, dass ein junger Mensch mit Mitte 20 in der psychiatrischen Anstalt in Wien stirbt. Wien war ja zu der Zeit zwischen den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und den 20er Jahren im 20. Jahrhundert ein Pulverfass. Alle Künstler waren quasi wie unter Drogen, ob Literaten, ob Maler, ob Musiker. Rott ist halt dran kaputt gegangen. Dieses Innehalten, dieses Verzögern und dann wieder auf die Tanzfläche, es ist schon sehr ironisch und es ist auch sehr bissig. Und das ist ja manchmal auch schon fast so ein bisschen diabolisch. Und wenn das ganze Orchester sich austobt, weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll. Für die Bläser Wahnsinn, weil sie in Permanentatmung die ganze Zeit Intonation halten müssen. Und es ist quasi, wenn man auf der Orgel einfach spielt, ich kann Register wegnehmen, aber der Klang bleibt. Und ich glaube, Rott hat da sehr von der Orgel her gedacht. Und auch sehr von Kathedralen. Ist das eigentlich Musik, ja, inspiriert auch von den Alpen. Wenn man Bruckner-Sinfonien kennt, wie die Berge, es geht rauf und runter, wie eine große Landschaftskathedrale. Aber Rott geht eben halt schon einen eigenen Weg und meines Erachtens Wege zu Gustav Mahler. Es gibt von Hans Rott 8 Lieder, die komplett erhalten sind. Bernhard Schneider hat sich 5 Lieder herausgegriffen, nennt das Ganze Balde ruhest du auch, eine Liederreise für Bariton und Orchester. Meine Aufgabe war es, den Hans Rott kulinarisch zu machen, weil es gibt die Klavierlieder in der Klavierversion, aber die sind sehr, wie soll man sagen, fragmentarisch. Und ich würde Gift drauf nehmen, dass der Hans Rott, hätte er länger als 26 Jahre nur gelebt, der hätte die alle instrumentiert, die schreien förmlich danach. Und das war sozusagen meine Aufgabe, A, zu instrumentieren und B, die kurzen Lieder zusammenfassen in eine größere Sinneinheit. Und deswegen entstand mein Übertitel Liederreise. Das ist eine Reise mit 5 Liedern von ihm, die auch seine Lebensreise darstellt, wirklich hin zum Tod. Was höre ich draußen vor dem Tor? Was auf der Brücke schallen? Die Lieder sind sehr unterschiedlich instrumentiert. Es gibt Lieder, die relativ dünn in Anführungszeichen instrumentiert sind, aber dann wie in dem Sänger zum Beispiel in dem letzten großen Lied, da geht es dann enorm zur Sache, weil es eine große Klangmasse aus dem Orchester loslöst. Also da muss man schon ordentlich hinlangen. Ergeht euch wohl, so denkt an mich und danket Gott so warm, als ich für diesen Thron. Was mich an Michael Volle so fasziniert, ist seine Geradlinigkeit als Mensch.
und als Sänger. Mit dieser Lebenserfahrung, die Michael Volle eben auch hat und mit diesem unglaublichen Ausdruck. Beide Bereiche, was das Zupacken vor dem großen Orchester angeht und auch mit dieser Zerbrechlichkeit. Da war er einfach für mich jemand, wo ich sagte, der muss den Zyklus mit aus der Taufe heben. Rott hat eigentlich seine gesamte Musik, die er komponiert hat, nicht gehört. Auch die anderen Orchesterwerke, unglaubliche Musik, hat er quasi nur am Klavier seinen Freunden vorspielen können.